Tiefe Krater im Boden. Nach Umweltkatastrophen und wirtschaftlichem Niedergang sind Andalusiens Minen nun der Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit in Europa. Nur zu welchem Preis? 1200 PS hat dieser Muldenkipper. 90 Tonnen Gestein bringt er mit einer Ladung aus den Tiefen der Rio Tinto-Mine in Andalusien. Rund um die Uhr. Schon die Römer groben hier nach Metallen. Später kamen die Briten, hinterließen sogar ihre Architektur. Viele Jahre stand hier alles still, weil das Kupfer zu billig war. Minen sind anfällig für Rohstoffpreise. Die Bürgermeisterin kennt das Problem zu gut. Wir hingen immer davon ab, ob die Mine wieder öffnete oder schloss. Dadurch hat der Ort goldene Zeiten erlebt und genauso auch schwierige. Jetzt sind die Kupferpreise wieder oben, deshalb lohnt sich der gewaltige Aufwand, um nur 0,38% Kupfer aus den Gesteinsmengen zu mahlen und zu lösen. Für die Stadt ist der anhaltend gute Kupferpreis ein Segen. Die jungen Leute können hier bleiben. Es gab Zeiten, da mussten die Jungen wegziehen oder sogar emigrieren. Es ist nicht nur das wirtschaftliche Auf und Ab. Die Rio Tinto-Mine hat durch ihre lange Geschichte auch ein giftiges Erbe. Auf 500 Hektar lagern die Gesteinsreste mit viel Wasser und Schwermetallen belastet und es werden immer mehr. Für Umweltschützer eine Gefahr. Diese Art von Rückhaltebecken mit diesen Dämmen, wie man sie hier sehr gut sehen kann, ist zum Beispiel in einigen südamerikanischen Ländern wie Chile und Brasilien bereits verboten. Für 53.000 Tonnen Kupferkonzentrat müssen in der Mine 18 Millionen Tonnen Gestein gemahlen werden, jedes Jahr. Hauptkunde China. Der größte Aktionär der Mine ist ein globaler Rohstoffkonzern mit Sitz in Singapur. Die Leidenschaft für europäische Unabhängigkeit offenbar begrenzt. Doch Andalusiens Minen sollen genau dazu ihren Beitrag leisten. Der Reichtum in unseren Böden ist ein Schatz für Andalusien und die europäische Energiewende. 10% der strategisch wichtigen Rohstoffe sollen künftig aus der EU kommen. So sieht es ein neues EU-Gesetz vor. In der rohstoffreichen Region Andalusiens suchen Unternehmen unter Hochdruck nach den Metallen. Hier gibt es viele Projekte, die für das EU-Gesetz in Frage kommen, auch weil in Andalusien 17 der 30 als kritisch eingestuften Mineralien liegen. Deshalb wird es neue Minen geben, doch große Krater reißen sie wohl nicht mehr in den andalusischen Boden. Eine Kupfermine nur 20 Kilometer von Sevilla entfernt zeigt, wie sich der Sektor verändert. Hier ist alles vorbereitet, um künftig unterirdisch weiter abzubauen. Tief im Boden liegt noch genug Kupfer. Eine unterirdische Mine fällt natürlich weniger auf. Wir sind der Meinung, dass das der sinnvollste, rentabelste und nachhaltigste Weg ist. Diese Mine taugt auch noch als Beispiel für mehr. Bis vor einem Jahr produzierte das Unternehmen hier noch reinstes Kupfer, obwohl schon 3 Jahre zuvor kein Gestein mehr gefördert wurde. Wir hatten das ausgebeutete Gestein trocken gelagert. In den vergangenen 3 Jahren haben wir es dann noch einmal verarbeitet in unseren Anlagen und so konnten wir noch einmal 20.000 Tonnen Kupfer daraus gewinnen. Wenn die Mine unter Tage wieder fördert, dann soll es auch nicht nur beim Kupfer bleiben. Das Unternehmen hat ein chemisches Verfahren entwickelt, das noch mehr aus dem Gestein herausholt, nämlich Zink, Blei und Silber. Außerdem holt das Unternehmen mit dieser Pilotanlage unter anderem das für die E-Mobilität so wichtige Kobalt aus dem Gestein mit Hilfe von Bakterien. Bei dem Material, mit dem wir in diesem Pilotprojekt arbeiten, handelt es sich um Abfälle aus der früheren Verarbeitung. Im Moment nutzen wir also die Rückstände aus Kupfererzen, die diese Metalle enthalten. Von diesen Abfällen gibt es in der Region nahezu unbegrenzte Mengen, auch auf den Abraumhalden der Rio Tinto-Mine und in deren großen Abwasserbecken. Eine Perspektive. Doch so sehr die Metalle für den Alltag auch benötigt werden, den Umweltschützern bleiben die Minen ein Dorn im Auge.
Es geht darum, sagen wir, die Hände in den Boden zu stecken und Mineralien abzubauen. Es handelt sich also um eine Tätigkeit, die der Umwelt schadet. Man kann darüber streiten, ob sie aus wirtschaftlicher Sicht notwendig oder nicht notwendig ist. Die Sorgen der Umweltschützer haben einen Grund. 1998 brach nicht weit von Sevilla ein Damm, von dem diese Reste stehen blieben. Die Abwässer verseuchten tausende Hektar Land und Naturpark. Das damals verantwortliche Unternehmen kam bis heute ungestraft davon. 26 Jahre später geben sich die anderen Bergbaufirmen in Andalusien Mühe, Vertrauen aufzubauen, den Umweltschutz ernst zu nehmen. Bei der Mine nahe Sevilla werden jetzt sogar die Abraumhalden wieder abgebaggert, um damit das große Loch wieder zu füllen.